Ja Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Darkness und wir sind das letzte Mal angekommen, wieder im Totenreich und ich bin schon ein bisschen weitergegangen. Leider ist mir mal wieder die Technik abgekackt. Ja, ich habe jetzt einmal auf alles draufgehauen und hoffe, dass es jetzt geht. Meistens ist es ja so, ne, einfach die blanke Faust einmal BAM BAM und dass die Technik einfach wieder so klar sieht. Ne? Das ist wie die damalige Erziehung, da gehört einfach eine richtig schöne Schelle dazu. So, ich musste mich durch ein paar Soldaten durchkämpfen und ich bin auf der Suche nach einer Kanonenkugel, nach einer großen Kanonenkugel und bin hier irgendwie ins Abwasserkanalsystem gekommen und ich glaube, dass ich da falsch bin, denn ich bin wieder zurück ins Dorf gekommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich überhaupt hin muss. Aber ihr habt nichts verpasst, also ich zeig's euch mal. Ich gehe mal 2 Meter wieder zurück. So, hier bin ich reingegangen. Hier, da bin ich in diesen großen Bunkerkomplex reingegangen. Hier waren ein paar Gegner. Und doch, ich muss da unten lang, anders geht's nicht. Da habe ich mich durchgekämpft. Und da hinten ist irgendwo diese große Lokomotive, mit der wir hier ankamen. Ja, und die ist mal wieder stehen geblieben, weil vor einer großen Burg die Tore nicht geöffnet wurden. Und unser Ziel ist es jetzt, die Tore zu öffnen mittels eines... Ich hänge irgendwo. Okay. Mittels einer großen Kanonenkugel wollen wir uns einfach undurchdringlich da durchdringend reinballern. So, genau. So ist es. So kam ich in dieses Abflussrohr Richtung Dorf. Ja, und in dem Dorf war ich eben schon und irgendwie soll ich, glaube ich, Anthony oder so fragen, wie ich eine Kanonenkugel kriege. Und ich weiß leider nicht, wer Anthony ist. Deswegen, wir müssen uns da so ein bisschen durchbuxieren. Und müssen uns ein bisschen durchfragen. Ich vermute ja, dass es mein Urgroßvater ist, der uns damals schon so ein bisschen über The Darkness aufgeklärt hat. Aber sicher bin ich mir dann natürlich nicht. Und ich habe mal noch nicht gefunden. So, wir gucken mal. Das hier ging nämlich eben auf. Take it! Zack. Also eben ging das auf. So. Das ging auf und da sind wir wieder in dieser Burg. Und da waren wir ja ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert. Als wir das erste Mal gestorben sind. Da kamen wir hier an. Und jetzt ist die Frage... Ja, wie komme ich hier hin? Ich kann es euch nochmal zeigen. Hier steht nämlich eine Kanone, bla bla bla. Du musst weitere Munition finden, wenn du in die Burg gelangen willst. Anthony etwas. Wer zur Hölle ist Anthony? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Vielleicht, wenn der uns hier weiterhilft. Done, old chap. His Majesty's can never be of service. Don't hesitate to ask. Ja. Ja, da steht's schon. Frage, wo Anthony ist. I need to find Anthony Estacado. You know where he went? Well, it's all a bit hectic and whatnot. Oh nein, nicht schon wieder in diese scheiß Schützengräben. He was expecting you. Said he was... Getting things ready. Sorry, it's all I can remember. Oh no! I hate you, Jackie. They always lie. Okay, Schützengräben, aber das müsste doch halt jetzt mal die Klappe, Aal. Das müsste doch eigentlich hier sein, oder? Das müsste doch eigentlich hier The Hills. Da waren doch auch die Schützengräben meines Erachtens. Vielleicht war es der ja mehr. Let's hear it, chaps. Alles klar. Vielen Dank. Dort sind die Hills. Die Schützengräben, wo sollen die bitte sein? In der Kirche ist es wahrscheinlich nicht. Wir können trotzdem mal reingehen, ne? Weiß wer nie. Oh, hier, schönes Lagerfeuer. Wäre eigentlich ganz geil. Was? Trench. Was ich auch ganz gut finde, dass die ganzen Türen nicht alle aufgehen. So, dass ich eigentlich nur einen zielführenden Weg finde. Aber dennoch muss ich erstmal den Weg finden. Und gerade sieht es eigentlich so aus, als würde das der einzige Weg sein, wo ich hin kann, ne? Leider benutzen. Wir gucken einfach mal. Gott. Ist doch wie so ein großer Verbrennungsofen, wo ich hier gerade drinne bin, oder? Das ist doch nicht gut. Das ist doch weiß Gott nicht gut. Warum lauscht die so langsam? Aber, ne, hier war ich doch schon. Bin ich hier richtig? Oh
please, would you put those away, lad? Ah ja, Verzeihung. Verzeihung, ich vergesse es halt. Es ist ein Shooter. Da darf man doch mal eine Knarre in die Hand nehmen. Andererseits hat er auch recht. Ich würde ihm jetzt auch nicht unbedingt was sagen wollen, wenn Anna so ankommt. Did you ever hear a scream and realize it was you? Not you. Something inside you. Something that has no right to be there. I hear the darkness crying foul because it knows I'm about to gain control. Because it's afraid. Ah, die Dunkelheit hat Angst vor uns. Ah, wir sind richtig. Geil. Richtig schöner alter erster Weltkriegs. Geil, ah, da kann ich mit dem Panzer fahren. Wie geil ist das denn? Warte. Ja, wie? Wie? Klettere. Geil. Wie geil ist das denn bitte? Wir können einfach mit dem Panzer jetzt fahren. Ich finde ganz ehrlich, die Story ist eigentlich richtig nice. Das Shooter-Gameplay ist, naja, aber es ist alles so abwechslungsreich. Es ist geil. Ach komm. Jetzt habe ich hier so viel gelobt. Ich hätte schon irgendwie gedacht, dass wir selber fahren dürfen. Aber okay, ballern ist auch ganz geil. Nur wer ballert. So. Wo sind sie? Ich will abknattern. Oh! Yes! Jetzt wird hier ordentlich einer reingesemmelt. Guckt euch das an. Jawohl, das muss richtig knattern. Zack! Da sind sie weg. Jawohl, ja. Ey, ganz ehrlich, Battlefield One kann einfach einpacken. Guckt euch das an. Battlefield One hat einfach nur geklaut. Yes, do it, come on. Alter Latz. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas hier bei dem Spiel gut funktioniert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert. Und es ist einfach geil, ne, dieses Surreale. Guckt euch das an, wie wir einfach nach oben fahren. Wir einfach nach oben fahren. Diese Brücke ins Nichts. Ja, wir kommen. Ihr werdet sterben. Vielleicht werde auch ich sterben gleich. Jawohl, hier schön drunter durch. Warte, 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 den gebe ich noch einen mit. Shit, den treffe ich nicht. Oh! Der hat eine Abkürzung genommen. Der spielt eine Runde Dirt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich auf den Baum schieße. Er hat geleuchtet. Irgendwas sagt mir, mein Shooterhirn sagt mir, schieß es ab. Okay. Oh yeah. Ja, einfach umnieten, einfach drauf los, so muss das. Okay, und die nächste Brücke. Zack. Ich glaube ganz ehrlich, ich müsste gar nicht schießen, oder? Ich müsste, glaube ich, gar nicht schießen. Man würde auch einfach so durchkommen. Aber es ist halt geil. Alter Latz. Jawohl. Jawohl. Es brennt. Wir kommen. Klopf, klopf. Und durch die. Wie geil ist das? Jawohl, komm her, du gehst auch noch drauf, Junge. Zack. Ich glaube, wenn die so leicht explodieren, die gegnerischen Panzer, dann sind die schon fahruntüchtig und vor allem eins, feueruntüchtig. Das reicht meist schon aus. Mann, umgesemmelt. Okay, weiter geht's. Einfach mal prophylaktisch irgendwo hinschießen. Wenn man gerade mal 2 Sekunden nicht geschossen hat, einfach mal wieder schießen. Und. Jo. Und komm, Pfeil runter. Ach, schade. Es ist aber wirklich eine trostlose Gegend hier. An. Oh, man. Panzerman. Bomber. Naja, treffe ich nicht. Okay. Keine Ahnung, wo wir überhaupt hinfahren.
Oh shit! Wo zur Hölle fahren wir überhaupt hin? Wir fahren dahin, um Munition zu holen. Da hätten wir doch mit dem Ding auch durchbrechen können, oder? Man, I thought we were goners there for sure. Goddamn tank almost crushed my spine. Hey, you don't look so good, Jackie. I'll go find something to get you out of here. Don't go anywhere, kid. Keine Sorge, ich gehe nicht weg. Oder? War ich das? War das mein Aal oder war das irgendwas anderes? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass hier irgendwas anderes ist. Was zur Hölle ist das? Was ist das? What the fuck bist du? Feuer! Er hat einfach den Panzer! Und ich baller dir die Schnauze weg! Ja! Du wirst dein Rüssel verlieren. Scheiße. Bist du hässlich. War ja was falsch. Okay. Ja, es geht weiter. Boah, ey, ist wie eine Achterbahnfahrt. Komm jetzt. Vielleicht muss ich seinen Arm abballern. Ich habe das Gefühl, sein Stinkemaul kommt immer ein bisschen näher. Kann das sein? Darf vielleicht seinen Arm abknallen? Nee. Irgendwas mache ich doch falsch hier. Oh, Mann. Aua. Vielleicht muss ich The Dark was mal holen. Ich kann doch nur in die Schnauze reinballern. Ich habe das Gefühl, das war nicht gut. Ich bin gestorben, oder? My blood flows in you. Ja, das ist doch meistens die kleine Sequenz, wenn ich gestorben bin, oder? Aber was sollte ich denn jetzt anders machen, außer volle Möhre auf dieses bestialische Biest draufholzen? Also was ich mir noch vorstellen könnte, dass ich da seinen roten Arm, dass ich den irgendwie absemmeln muss. Ja, in die Schnauze halt reinballern, ne? Den Arm. Da, wenn er so ausholt. Ja, der haut mir einfach einer rein, ne? Alter Latz. Keine Ahnung. Was soll ich tun? Nee, so wird es nichts. Ist hier irgendwas anderes in der Umgebung? Vielleicht die Lampen oder sowas? Scheiße, Mann! Die Lampen, das wird nichts. Kann ich die einfach abhauen? Was soll ich denn machen? Ich meine, das zeigt schon so eindeutig auf die Arme, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da... Ja, der haut mir halt einfach einer rein. Ja, die Schnauze ballern ist irgendwie nie verkehrt. Aber der holt mich so rüber, aber davon habe ich auch nichts. Nee.
Da kloppt er mir volle Möhre eine rein. Und jetzt? Keine Ahnung. Da kloppt er mir wieder eine auf die 12. Vielleicht muss ich dann abspringen, aber ich kann nicht abspringen. Ich kann nichts machen. Also schießen hilft irgendwie erstmal, ne, um länger zu überleben. Sagte er und starb. Nee, Leute, das dauert jetzt schon zu lange. Ich guck mal ganz kurz, ob ich es irgendwie gebacken kriege, weil ihr wollt jetzt auch nicht immer sehen, dass ich immer wieder dasselbe mache, ne? Das ist gerade kein Indiz für mich, deswegen, bis gleich. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe es noch mal ewig probiert und ich habe keine Lösung gefunden. Und deswegen habe ich jetzt mal im Internet nachgeguckt. Die einzige Möglichkeit ist anscheinend wirklich einfach drauf zu sammeln. Einfach auf den Schädel. Was anderes gibt's da nicht. Immer wieder drauf, immer wieder drauf. Irgendwie ab und zu blutet er auch mal. Und irgendwie soll es das sein. Aber ich dachte, das hätte ich das erste Mal gemacht. Ich meine, so viele Möglichkeiten habe ich ja jetzt auch nicht. Dann haut er mir mal ab und zu eine rein. Und wirbelt mich durch die Gegend. Ansonsten heißt es hier volle Möhre drauf. Einfach drauf. Zack, zack, zack. Und immer weiter. Immer weiter. Gar nicht aufhören. Er muss sterben. Wir müssen ihm einfach den Schädel runterbratzen. Irgendwann wird der kleine Aal in seinem Schädel wird aufgeben. So eine kleine Energieanzeige wäre ganz geil gewesen, aber braucht man nicht. Wir wissen doch, was wir zu tun haben. So. Wer hätte das gedacht, ne? So einfach kann's gehen. Ja, das war jetzt irgendwie, hat mir so ein bisschen der Indikator gefehlt, was ich machen muss. Aber ich dachte ganz ehrlich, hier hat so rote Unterarme, dass ich die irgendwie abschießen muss. Aber nee, das war eine Fehlannahme. Die Frage ist natürlich auch, warum ist das Tor wieder zu? Dies und viele andere Sachen. Wir werden es nicht rausfinden. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was sich in dir regt, aber... Ja. I think I got it. Sehr schön. That thing about the light in the darkness. You know what that means? Do not interfere. Wow. Wow, 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 wow. Da stand ich aber ganz knapp daneben. Alter, die Finsternis hat ihn einfach verschluckt. Einfach. Wenn ich jetzt noch 1 Zentimeter davor gehe, das mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Meine ich. Muss ich nämlich nochmal gegen dieses Ding da kämpfen. Und das mache ich nicht. Okay. Mein Urgroßvater ist damit von uns gegangen. Und ja. Ich glaube, er hat es auch verdient. Das wäre ein Brief. Okay, aber es ist nur ein Schatten. Nee, ganz im Gegenteil, es ist Licht. So, warte, wir nehmen lieber mal die Knarre. Wir sind ja hier im gegnerischen Bunker. Kann ja dann durchaus mal sein, dass vielleicht hier noch ein paar Gegner kommen.
Alter, ist das ein Scheißbunker. Hier sind schon Maschinen, das heißt, wir könnten theoretisch die Munition, die wir finden, hier rauskarren. So, in der Burg? Ich dachte, ich brauche Munition, um in die Burg reinzukommen. What if you get to the end of the line? I mean, what then? Maybe there is a way out. And I just can't find it yet. Or maybe it's through here. In the heart of the darkness. Or maybe I'm just walking into a trap. Das Ding habe ich mir auch immer gestellt, ne? Wir tappen wahrscheinlich die ganze Zeit im Dunkeln, hahaha. Und ja, da ist die Kanonenkugel, die brauchen wir. Genau die brauchen wir. Mission aktualisiert. Wie heißt denn die? Heiko? Nee. Leider benutzen. Kai? Kaif? Kalif 23? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Da war irgendwas. Warte, ich habe die ultimative Idee. Zack. Ich saug euch einfach ran. Aber es funktioniert mal wieder nicht. So wie immer. Es funktioniert nicht. Okay, Schützen-Johnny. Kämpf. Und nicht weg, Johnny. Fuck. Komm, Licht weg, Johnny. Der Licht weg, Johnny ist einfach der Nützloseste. Der macht gar nichts. Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen hier einfach raus. Es geht nicht. Mission aktualisiert. Motor starten. Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal alle töten. Mit der Klassiker in Computerspielen. Völlig unlogisch, aber... ja, das Ziel ist es, immer erstmal alle zu töten. Warum, weiß man nicht. Ist auch eigentlich völlig irrelevant. Wir müssen töten. Sind alle tot? Berserker Johnny. Wir brauchen Berserker Johnny. Was ist mit ihm los hier? Krass. Der hat die hier alle weggesammelt, aber ich kann sie leider auch nicht fressen. Warum auch immer. Mission aktualisiert. Ich guck ja schon. Du musst zuerst das Tor öffnen. Alles klar. Das ergibt natürlich Sinn. Deswegen muss ich hier hoch. Ah, ja. Und einmal dran gezogen. Yes. Und jetzt mit dem Ritt wie einst Münchhausen auf der Kanonenkugel wieder zurück. Mission aktualisiert. R1-Taste. Nein, Quatsch. Das kennen wir doch schon. Weiß ich doch schon. Habe ich neue Kräfte bekommen? Mission aktuell. Was will es denn von mir? Bitte unterlassen Sie das. So. Let's go. Da oben ist doch schon wieder ein Geschütz. Jawoll ja. Jawoll ja. Oh yes. Ich hoffe, jetzt kommen so richtig fette Flugdämonen. Genau die. Zack. Jawoll. Den habe ich aber schön mit dem Kopf frei abgefangen. Boah, guck dich das an. Das ist ja... Da ist ja das Ding. Alter, wir sind einen riesigen Weg gelaufen. Wir hätten ja einfach diese Schiene entlang gehen können. Sehr gut. Dann haben wir. So, ich glaube, ich muss aussteigen, hä? So. Fuck. Gibt's hier irgendeinen... da war ein Johnny. Okay, erstmal auffressen. Wir müssen sie auch auffressen. Ist ja so. Wir wollen ja auch ein bisschen leveln. So, Berserker Johnny. Und der nächste bitte. Da oben. Was will der denn jetzt? So. Da können wir schon den nächsten holen. Ja, der Schützen-Johnny, der muss uns jetzt einfach hier den Rücken frei halten. Warte. Zack. Das wollte ich nicht, aber irgendwie passiert es immer.
Eigentlich möchte ich nur meinen rechten Arm benutzen. Auf einmal wächst da wieder ein schwarzes Loch. So war es auch immer in der Schule. Nur leider hat mir kein Lehrer geglaubt. Oh, ein Objekt? Oh, that's bad. Fress mal einfach mal von hier alle weg. So, wo ist er denn? Aha. Was ist denn hier los? Könntest du jetzt bitte den Aal mal da lassen? Er will nicht. All times out. So. Warte. Oh, komm jetzt! Ich kann den Johnny nicht holen. Jetzt hat er den Licht-Johnny geholt. Der Licht-Johnny ist doch jetzt hier völlig fehl am Platze. Oh. Naja gut, Licht-Johnny. Warte, wir holen den Kamikaze-Johnny. Der weiß einfach immer, was los ist. Okay, ihr haltet mir den Rücken frei. Ich gehe jetzt hoch und dann bolzen wir da mal ordentlich rein. Und dann hoffentlich kommen wir wieder raus aus dieser Hölle. Was willst du denn bitte? Das tut mir wirklich leid, aber... Ich gehe jetzt nicht nochmal runter. Nee, das meine ich. So. Okay, ich muss ja jetzt eigentlich nur hier rein, oder... Nee, eigentlich wurde Luke öffnen. Ich bin mir gerade so ein bisschen unschlüssig. Wir müssen ja eigentlich noch die Munition laden, ne? Ich meine, nur wenn ich so da hinfahre, bringt der jetzt eigentlich auch nichts. Oder? Ne, die Kugel ist schon geladen. Wie auch immer das passiert ist, wir werden es nicht rausfinden. Vielleicht kann ich dann doch schon schießen. Hopp. Hey, man. Ach, er gammelt wieder ab. Wie schon immer. Feuer frei. I'll destroy you. Er will mich zerstören. Ich begreife das jetzt erst so ein bisschen, ne? Also wir kämpfen gerade gegen den Dämon in uns, in dieser Welt. Und diese Burg ist wahrscheinlich der Ursprung des Bösen, oder? Sehe ich das richtig? Seht ihr das auch so? Aber andererseits, wenn wir das Böse in uns zerstören, also die Dunkelheit, dann sind wir ja auch wirklich tot. Denn nur über die Dunkelheit können wir ja wieder reinkarnieren. Heißt es so? Ich glaube schon. Also wieder auferstehen. Kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Learning by doing, würde ich mal sagen. Na, einfach mal ausprobieren. Was ist, wenn ich jetzt mal das, was mich am Leben hält, zerstöre? Mal sehen, was passiert. So. Okay, wir können da unten lang. Wir müssen wahrscheinlich zu Fuß weitergehen. Ey, riesige Bügeleisen. Krass. How about your deed to the grindstone? Das sind doch wirklich riesige Bügeleisen. Aber es ist schon irgendwie geil. Guckt euch das an. Das Zentrum des Bösen. Die Machtzentrale. Das ist Dr. Evil. Das ist... Was gibt's denn noch? Satan, höchstpersönlich. Okay. Okay, wir sind drin. Wir sind in dem Herzen der Finsternis. Wir sind angekommen. This is the heart of the darkness. It's where the creature dwells. I think this is the end of the line.